Wie ich in dem letzten Video schon angedeutet habe, war es purer Zufall, dass ich ans Surfen geraten bin. Und wie das damals war, erzähle ich jetzt. Also, ich war 17 Jahre alt und meine beste Freundin hatte eine Tante, die einen Ami geheiratet hat. Die sind ab und zu nach Kalifornien geflogen und meine beste Freundin konnte diesmal mitkommen. Und dann hat die Tante zu meiner besten Freundin gesagt, also wenn du möchtest, kannst du noch eine Freundin mitnehmen. Und das war ich. Also bin ich für 2,5 Wochen mit meiner besten Freundin und erwachsener Betreuung nach Kalifornien geflogen. Wir waren in Orange County, in Newport Beach. Wir haben da alles Mögliche unternommen. Wir haben auch einen Ausflug nach L.A. gemacht und nach San Diego und nach Las Vegas. Und natürlich haben wir auch ganz viel am Strand gechillt. Und dann kam mehrere Tage hintereinander so ein komischer alter Typ und hat immer zu uns gesagt, ey, ihr liegt hier doch nur rum, ist das nicht langweilig, wollt ihr nicht mal was Neues ausprobieren und ich zeige euch, wie Surfen funktioniert, gebe euch das ganze Equipment und das ist alles komplett kostenlos, kommt doch einfach mal vorbei. So ein kleiner, älterer Mann mit langem, vom Salzwasser und von der Sonne bearbeitetem blondem Haar kommt immer wieder zu uns an, zu uns 17-jährigen Mädchen und bietet uns was umsonst an. Da gingen wir uns natürlich die Alarmglocken an, auf gar keinen Fall, was will der, es gibt doch nichts ohne Gegenleistung. Der kam aber immer wieder und einmal war die Tante eben dabei und die meinte dann, ich glaube, der meint das ernst und der wirkt doch wie ein netter Typ. Ich komme einfach mal mit und begleite euch, mal gucken, lasst das mal angucken. Wir sind dann also am nächsten Tag mit der Tante zusammen zu seinem Haus hingegangen. Das war so ein hübsches Haus am Strand und er hat uns einen Wetsuit gegeben und ein Brett gegeben, ein kurzes Intro gemacht und dann ist er mit uns ins Wasser gegangen, bis er der Meinung war, dass wir klarkommen. Und dann ist er weggegangen und meinte, jo, bringt mir das einfach irgendwann später zurück, okay? Es gibt sogar Fotos davon, bei mir hat es auch einigermaßen geklappt, auch wenn die Technik katastrophal ist, aber schaut euch das Strahlen an. Ich war gleich angefixt. Als der Muskelkater ein bisschen nachgelassen hat, habe ich ein paar Donuts gekauft und stand gleich wieder bei ihm auf der Matte und habe es weiter ausprobiert. Ich habe ihn dann gefragt, warum er das macht und dass ich das nicht gewohnt bin und man bekommt doch nichts umsonst. Und dann hat er gesagt, ach ja, ich bin im Sommer in Kalifornien und im Winter auf Hawaii und er freut sich einfach, wenn Leute surfen und wenn sie auf dem Brett stehen und es klappt und sie lachen. Und das ist für ihn genug. Und so bin ich ans Surfen gekommen. Das habe ich diesem mysteriösen Herrn zu verdanken. Ich weiß nicht, wer es ist, aber ich bin ihm sehr, 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 sehr dankbar. Ich hoffe, dir hat die Geschichte gefallen und ich habe gelernt, man sollte nicht immer zu skeptisch durch die Welt laufen.